Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Full House Challenge. Und vielleicht Ja, hört man es an meiner du Stimme hast mich schon. heuer. Die ist nicht ganz so mega fit, also ne? Ja, ihr werdet zwischendurch mit ein paar kratzigen Momenten leben müssen, aber das ist ja kein Problem. Ich habe mir schon extra einen Tee gemacht und je mehr man labert, desto besser wird es eigentlich auch. Wir schauen mal. Ja, ich bin am Überlegen, ob wir. Das sieht jetzt ja ein bisschen komisch aus, wenn die so einzeln stehen hier hinten. Ob wir das irgendwie umändern. Und den Garten könnte man hier auch erweitern. Aber es muss ja nicht jetzt sein. So, wir sind ja noch beim lieben Viktor, der jetzt hier Schach spielt. Naja. Wenn wir mal wieder so eine Versammlung starten. Mit so einer Penny, wer auch immer das ist. Wäre es nicht schlau, erstmal unsere Leute hier noch mit reinzuholen? Boya. Einer Ah, fehlt noch, Lilith ist oder? drin. Lilly fehlt noch. Olivia ist drin, Phyllis ist drin, Claire ist drin, Damien ist drin, Claudio ist drin, Lucien fehlt Oh, auch noch. oh, oh. Aha. Werter Penny, du musst leider weggehen. Ich weiß gar nicht, warum wir die überhaupt reingelassen haben. Claire stinkt ein bisschen, aber hey. Okay, dann müssen wir echt mal ein bisschen unfreundlich zu ihr sein. So, brauchst du denn, du brauchst noch Logik. Ja, dann mach's jetzt erstmal zu Ende, weil wenn du gerade konzentriert bist. Frische Luft. Wegen Merkmal liebt die Natur. Glücklich plus 2. Anstieg konzentriert, okay. Logischer Zug. Sehr schön, sehr schön. So, die Liebe muss jetzt auch noch fleißig arbeiten gehen. Und ich muss mir jetzt noch mal einen Schluck Tee gönnen hier. Ist auch schon besser. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, was ist das für eine? Elena Steffens. Ja, geh mal. Wo brennt es denn? Irgendwo oben. Oh. Lilly löscht ihn schon, das ist gut. Ey, super, ne? Sag mal, Claudio, bist du unfähig, eine Waschmaschine zu verdienen? Verdiene, bedienen. Löschen. Gibt's ja nicht hier, ey. So, wir laden erstmal Lucien ein. Mann, hier ist alles im Eimer. Ach so, okay. Dann ersetzen wir das doch mal. Das ersetzen wir jetzt auch einfach. Das ist plötzlich noch im Nachhinein verbrannt. Okay. Sauberkeit benutzt. Trockenheit feucht. Okay, er hat die Wäsche einfach nur nass gemacht, hat sie da reingestellt, hätte ich jetzt beinahe so gesagt. Überlege, was wir hier noch so Schönes hinstellen könnten. Was noch in so ein Wohnzimmer passt. Ja, den Garten, da könnten wir uns auch mal wieder drum kümmern. Ernten würde ich es jetzt nicht. Ich warte noch. Hallo, das Feuer ist schon längst gelöscht, liebe Phyllis. Wenn du mal die Nachrichten hier oben lesen würdest, dann wüsstest du das. So. Er tanzt da vorm Spiegel. Sie geht da voll freundlich baden. Ich weiß nicht, also ich würde mit den Armen nicht so komisch herumwackeln, wie er es eben so gemacht hat, hier so nach hier. Aber egal. So, lieber Viktor. Oh, wie das hier aussieht, ey. Du gönnst dir jetzt mal einen Tofu-Burger. Aber was geht denn hier so in der Gruppe? Wir haben Gruppenpunkte.
Das Schöne ist, die machen ja alles. Oh, ich habe die Idee. Wir werden noch eine Gruppe erstellen und sie Aktionen oder Sauberaktionen nennen. Und dann machen wir die, also die Gruppe immer an und dann machen die hier alles sauber. Das wäre doch eine Idee. Warum haben wir sie denn jetzt ausgewählt, ey? Nein. Der ist jetzt erstmal freundlich, glücklich, guckt dabei Fernsehen. Ich habe überlegt, ob ich das Spiel einfach nochmal komplett neu installiere und es vielleicht weniger buggt, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ah, wir könnten auch mal einen richtig geileren Fernseher kaufen, ne, hier unten. Der tanzt immer noch vorm Spiegel, der Gute. Mister, ich wurde komplett verbrannt. Ist erstmal in der Badewanne. Wäre jetzt echt blöd gewesen, wenn der gestorben wäre, ne? Das wäre echt unpassend gewesen. Finde ja auch cool, dass wir die Fische gar nicht füttern müssen. So, dann gehst du mal aufs Klo. Und dann kannst du eigentlich schon schlafen gehen. Von deinem schönen Reich. Wir haben ja bei ihm schon angefangen. Alter, Leute. Wir haben bei ihm ja schon angefangen, das wirklich gute Bett zu kaufen. Und ich würde das aus, sie haben alles Stufe 10 Zwecken, vielleicht auch überall mit hinbauen. Ich finde diesen Chef-Sessel auch geil. Ach, er braucht noch einen schöneren Computer. Das können wir ihm ja schon mal kaufen. So. Aus Einfachheitshalber werde ich jetzt mal hier kopieren. Leistungsstarker Kompakt-PC ist nicht so gut wie der PC-Nestwärme. Aber der PC-Nestwärme ist günstiger. Ja, dann geh mal in Ruhe schlafen, lieber Viktor. Oder auch nicht. Was ist jetzt dein Problem? Hast du vergessen, dass du schlafen gehen wolltest? Komm, ich helfe dir nochmal. Oh, Olivia hat Geld mit nach Hause gebracht. Das ist schön. Hier ist es dreckig. Warum? Ach, wegen der Wäsche. Ja, kann ich verstehen. Unser Geschäftsmann geht jetzt erstmal schlafen. Ich finde, die Details, die sind hier schon nicht schlecht. Besonders cool finde ich diesen Sessel hier, so in Kombination. Das hat schon was. So, wir machen jetzt aber mal auf schnell. Sag mal, warum tanzen die ja alle vorm Spiegel? Das ist ja unerhört, hätte ich es beinahe gesagt. Jeden. Und bewässern. Lass die Versammlung mal enden. Ich würde sogar sagen, mit Lilly machen wir die Saubermachgruppe. So, dann darfst du hier mal aufräumen und hier auch aufräumen. Ich klicke das jetzt alles mal an, damit das auch wirklich fünfmal aufgeräumt wird. So. Und dann können wir jetzt ja bald hier einmal schön ernten gehen. Und mit unserem lieben Claudio, ich wollte ihn irgendwie gerade Samuel nennen, ich weiß nicht warum. Ich wollte ihn schon öfters mal Samuel nennen, kann das sein? Auf jeden Fall werden wir mit ihm dann die Sachen ernten und weiterentwickeln, den Garten. Und vielleicht auch mal düngen. Wir gucken aber erstmal, dass er sich wieder Urlaub nimmt. Ja. Achso, was ich noch erzählen wollte, ist, ich bin so ein bisschen gedankenverloren im Moment. Ich denke einen Gedanken und dann ist er weg.
Ich habe mal geguckt, ob wir, ich sag mal, hier irgendwie über ein Sheet das erweitern können, dass wir zum Beispiel 10 Leute haben anstatt 8 und wir uns eine WG-Katze gönnen können. Aber das ist leider so nicht möglich. So, jetzt steh mal auf, Digga. Eigentlich zur Arbeit. In 4 Stunden, ja. Das wirst du ja schon hinkriegen in der Zeit. Allerdings muss man das über eine Mod machen. Und das muss man irgendwie so aufwendig alles installieren und einstellen. Und da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Ich möchte auch nicht, dass das Spiel noch mehr rumbuggt oder als sonst schon. Deswegen werde ich das nicht machen. Wir müssen uns ja keine WG-Katze kaufen. So. Lilly ist zur Arbeit, das heißt, fleißig arbeiten. Phyllis hat schon Level 8 der Kochfähigkeit erreicht. Ich muss mir mal so eine Übersicht schreiben, wo ich abhake, wer was irgendwie erreicht hat oder so. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. So, Victor ist beschäftigt im Garten. Und du bist jetzt wach, das ist schön. So, du rufst jetzt aber erstmal auf der Arbeit an und nimmst dir einen Urlaubstag. Dann kannst du mal Pfannkuchen servieren? Nee, mach mal arme Ritter. Wir haben jetzt extra 2 Herde. Stimmt, wir müssen den zweiten Kühlschrank, wollte ich ja nochmal kaufen. Unsere stylische Küche hier ist schon cool geworden. Ja, Garten werden wir dann auch bei Zeiten mal umdesignen. So, er macht erstmal Essen, während Victor hier den Garten bespaßt. Du findest es dreckig hier. Wie kommt das nur? Schwillauf-Jubiläum. Das Fitnessstudio Schwillauf, aha, feiert 15. Jahrestag. Jeder, der reinkommt, erhält ein Stück Kuchen. Lilly befolgt ein strenges Diätprogramm, aber wer kann zu Kuchen schon Nein sagen? Ey, man kann doch ein Stück Kuchen mal essen. Lilly schnappt sich dankbar den Kuchen und verspeist ihn ganz langsam. Dabei genießt sie jeden Bissen. Diese Entscheidung wird auf jeden Fall negative Konsequenzen haben, aber Lilly ist für den Augenblick ein glücklicher Sim. Warum gibt es eine Leistungsverschlechterung? Jetzt mal im Ernst. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Hey, schau dir mal den Kochkanal an. Vielleicht kommt ja noch jemand, der mit dir labert. Warum kocht sie denn jetzt? Ich habe doch gerade Frühstück gemacht, aber egal. So, Damien ist auch zur Arbeit und wird bestimmt einen total tollen Tag haben und es wird total Spaß machen und so. So, Claudio. Guck mal, Claire ist da. Die gönnt sich auch was von dem, was du gekocht hast. Nach Tag fragen, von Herzen kommendes Kompliment machen, über Kochen reden, kennenlernen. Dann haben wir nämlich alle schon mal hochgekriegt in den grünen Bereich. Wie sieht's denn hier aus? Ja, Mensch. Erreiche Level 5 der Gitarren- oder Geigenfähigkeit. Ich glaube, Gitarre hat er immer gespielt, ne? Tantiemenbericht. Ja, bei ihr läuft, ne? Ey, super. Ey, Leute, warum geht hier alles kaputt? Tag verschönern. Stimmt, reparieren könnten wir auch mal als Dings mitnehmen. Wovon Ideen erzählen. Sich für Klaviersonaten begeistern. Ey, das möchte Claire auf jeden Fall hören, glaube ich. Boah, weißt du noch, wo damals Wolfgang Amadeus Mozart gelebt hat? Das war echt schön, diese Klavierstücke, Mensch, das ist echt wunderschön. Und sie sitzt da nur so, okay. Konkurrenzprodukt in Arbeit. Damien erfährt inoffiziell, ja, das kennen wir ja schon. Wir warnen die Geschäftsleitung. Ja, zum Mäusemelken. Ich wusste, dass das passiert. Das nächste Mal warten wir ab oder so, ist ja auch egal. Er geht immer so geil, ne? Genau, geh mal aufs Klo, ist ein guter Plan. Dann darfst du mal eine erfrischende Dusche nehmen, weil dann geht Gartenarbeit schon leichter von der Hand. Dann darfst du mal alles ernten.
So. Ich muss heute noch einkaufen gehen und so. Vielleicht könnt ihr euch ja meine Motivation vorstellen, die ich habe. Der abgeschottete Garten ist schon wirklich süß, ne? Überlege, ob wir den hier einfach so erweitern, aber ich glaube, wir können hier schon gar nicht mehr bauen. Wir könnten natürlich das ganze Grundstück auch einen nach rechts verschieben, dann geht das, glaube ich. So, er ist wütend. Kollegen anschreien. Das ist auf jeden Fall das, was man machen sollte. Also, auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir fangen mal hier schön im Schatten an. Weiterentwickeln. So, hier auch. Unser schöner Garten. Lucian ist auch zur Arbeit. Ja, schön, da kriegen wir wieder eine Menge Geld. Ist immer ganz gut. Wir haben auf jeden Fall genug. 10.000 würden wir kriegen. Aber wir werden die Blumen mal düngen. Nachdem wir sie jetzt erstmal weiterentwickelt haben. Aber wir machen mal hier auch schnell, dass der auch hinterherkommt. Es dauert ja immer einen Moment. So. 14 Uhr irgendwas schon. So. Charlotte Krämer. Sieht ein bisschen komisch aus. Mit der möchte ich lieber nichts zu tun haben. Wer weiß, ob ich dann Alien-Babys erwarte oder so. Das wäre nicht so geil. Aber gut. Claudio war das, der schon von Aliens entführt wurde? Das war das erste Mal im gesamten Sims-Leben, dass der vom Alien entführt wurde. Jetzt redet sie schon wieder mit den Blumen. Aber nur mit der einen, ne? Die anderen, die sind schon ganz traurig, die anderen Blumen, weil die keine Aufmerksamkeit bekommen wie diese Blume. Und alle sind neidisch und wollen diese Blume verbrennen. Aber sie können sich ja nicht so gut bewegen, die armen Blumen. Deswegen geht das nicht. Der glitzert nichts mehr, ne? Sehr schön. So, wir fangen mal hier an, düngen. Wir wählen jetzt hier einfach irgendwelche an. Düngen. Ich fände es schön, wenn man einfach, ich sag mal, den ganzen Dings hier düngen könnte. Was haben wir? Gewürzfestival. Oh, die können wir erstmal weiterentwickeln und dann düngen. Ich finde voll geil, dass wir die Blumen einfach mit derselben, also die Pflanze mit derselben Pflanze düngen können. Das macht total Sinn. Ja, mach mal auf schnell hier. Hat er jetzt? So. Dann haben wir mal wieder den Garten ordentlich verpflegt. Die nächste Ernte kann dann auch kommen, nachdem wir die hier mal verkaufen. Wobei zwei getrennte Gärten wären schon cool eigentlich. Wir werden das Haus nicht verschieben. So. Ich weiß, total spannend hier alles. Naja. Hier mit der Pflanze sprechen wolltest du jetzt nicht. Du wolltest die erstmal weiterentwickeln. Ich würde das gerne noch abschließen, bevor der Part zu Ende ist. Wir haben ja noch 40 Sekunden. Hallo? Ja, Drachenfrucht bitte. So, erstmal weiterentwickeln. Ob man die irgendwann nicht mehr weiterentwickeln kann. So, jetzt müssen wir die, glaube ich, noch düngen. So. So.
So, die können wir jetzt auch weiterentwickeln. Ja. Ich sage dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.